Ich glaube, ich habe irgendwas verkackt. Wenn du jetzt weiterheulst, ne? Ja. Dann gehe ich einfach. Boah, super Hero Drink. No Alkohol. Sehr gut. Ich trinke das nicht. Ich trinke keinen Jägermeister mit Sojasauce. Was ist denn mit dir? Alter, guck mal, Chat. Wenn das hier verbrannt riecht, ne? So muss es nämlich riechen. Zeig dir mal, wie das geht. Lass einfach die Finger davon. Stell dir vor, ihr habt Geburtstag. Und eure Eltern, gebt euch das. Mit dem soliden finanziellen Fundament gründete Klein seine Firma Gigacorp und schloss die Forschung an einer tödlichen Waffe ab, die die Welt in eine Katastrophe stürzte. Als Überlebender der Katastrophe wird von dir erwartet, dass sie ihr Heim wieder aufbauen, gegen den Feind kämpfen und die Verschwörung von Klein beenden und schließlich die Menschheit vor der Dunkelheit retten. Also, ich soll... Entwickle deine eigene Siedlung. Sozialisierung und Bündnisbeitritt. Kampf gegen den Feind im PvP und im PvE-Modus. Es gibt freies Spielen und lustige Veranstaltungen. Ich soll es einfach nur vorlesen. Es gibt keine zeitliche und örtliche Einschränkung für das Spiel. Alles andere wäre auch wirklich sau beschissen. Also ist es cool, dass sie es haben. Und im Gegensatz zu anderen Strategiespielen integriert State of Survival auch Turmverteidigungselemente in das Gameplay. Turmverteidigungselemente in das Gameplay. Auf dem Forscherpfad kämpfst du gegen Zombies. Also nicht nur einen, sondern sogar mehrere. Voll nice. Überwältigende Anfall von Zombies. Sogar zwei Zombies tatsächlich. Das bringt mehr Spaß in das ganze Spiel. Des Weiteren gibt es in dem Spiel versteckte Geheimnisse. Wenn du versteckte Geheimnisse liebst, bist du hier goldrichtig. Gottverdammt normal, dieses Game hat einfach alles, was man gerade in der Quarantäne braucht. Spielt das Spiel einfach, ladet euch runter. Nutzt auf jeden Fall gerne meinen Erstellercode FATALHOPE, um ein Starterpaket im Wert von 300 Euro einzulösen. Wenn du State of Survival Now über meinen Link herunterlädst, gibt's auch noch ein Werbegeschenk für dich. Ich werde nämlich 50 Euro Amazon-Gutscheine verteilen. Nice! Wir machen Dumpling, ne? Ja, Bierwagen, genau. Dafür brauche ich Eiweiß. Das ist ein bisschen weird, dass das in den Cocktail reinkommt, aber... Und du hast schon Eigelb drin. Ist das wirklich so? Reicht das? Ist das jetzt schon, ist jetzt das schon verkackt? Ist schon verkackt, ist ja. Schon verkackt. So, ich brauche den Mixer. Also wir haben den Teig hier quasi vorher schon fertig gemacht. Ihr habt vielleicht meine Instagram-Story gesehen. Dieser Sophia, ne? Ja. Das ist ein ganz normaler Teig, der nur aus Mehl, Salz und Wasser besteht. Kein Öl ist da drin, gar nichts. Wir machen auf jeden Fall auch noch einen Nachtisch heute. Das ist super simpel. Den könnt ihr sogar, eigentlich kann den jeder mitmachen, weil das sind Sachen, die jeder zu Hause hat. Wir fangen auf jeden Fall jetzt an der Stelle erstmal an mit der Füllung des Ganzen. Du hast hier Karotten, Zwiebeln, Ingwer, Champignons, Knoblauch, Zwiebeln und wir haben so vegetarisches Hack geholt. Es ist zu wild. Ist eigentlich auch sau angenehm jetzt wieder mit dem Sound an der Stelle. Brauchen wir zwei Portionen, brauchen wir 12 cl Whisky. Das ist... Wow. Dann brauchen wir dazu frisch gepressten Zitronensaft, den ich hier schon mal gemacht habe. Das ist nicht schlimm, wenn da ein paar Stücke drin sind. Sage ich jetzt einfach mal. Und auch ein Kern. Da ist ein Kern dran. Das ist es eigentlich schon. Also eigentlich ist es nur Whisky und Zitronensaft. Und da kommt dann später noch ein bisschen Eiweiß rein. So. Hier kommt auf jeden Fall ein Löffel Eiweiß mit rein. Das kommt normalerweise oben drauf. Kann man aber auch mit in den Drink reinmachen. So. Jetzt kommt oben drauf eine Eiweißkrone. Das sieht sau aus. Oh, Junge. Ultra stark. Mhm. Ich glaube, ich habe irgendwas verkackt. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ey, der Name ist Programm. Wir haben hier alles Mögliche an Gemüse. Wir machen jetzt quasi einfach nur eine ganz leichte Füllung für die Dumplings. Da reibe ich jetzt ein bisschen Ingwer rein, dann die 2 Zehen Knoblauch und die Pilze schneiden wir klein. Das Hackfleisch kommt dazu, dann Sojasauce, bisschen Schärfe mit Sriracha-Soße, ja, Salz, Pfeffer. Dann war es das erstmal. Und dann hoffen wir, dass der kleine Pflegefall da vorne schnell mit dem Cocktail fertig ist, weil du darfst dann den Teig ausräumen. Ja, natürlich kriegst du das hin. Ich habe eben noch, ah ja genau, die Story mit der Kani. Also ich dachte, ich habe immer gesagt, von TikTok und Facebook kommt nichts Gutes. Jetzt ist es leider so, dass, also bei TikTok bin ich mir da immer noch relativ sicher. Facebook wurde aber eben mein Hund tatsächlich gefunden. Und das war ganz witzig, weil der war unmittelbar direkt in der Nähe von meiner alten Wohnung. Und es waren sogar Leute, die mich noch kannten. Das war ganz witzig. So, dass ich da auf jeden Fall wusste, dass der Hund in guten Händen ist. Weil ich habe ja nur gute Leute in meiner Community, ne? Das ist ganz klar. Mhm. Guck mal, darf ich mal ganz eine kleine Reihe benutzen für Zitrone? Ist das dein Ernst? Die ist voller Möhre. Ja, weil ich spüre einfach kurz ab. Ja. Ah, ich habe die Reibe falsch rum gehalten. So ein Hohlbrot. So, jetzt haben wir hier zwei wunderschöne Whisky Sour. Du bist jetzt der Typ für den Teig. Teil den mal in, keine Ahnung, 3 Teile. Ja, okay. 1. 3 gleichmäßige Teile. Okay, ja, okay. Ich weiß, die Aufgabenstellung war zu schwer. Hä, ist doch gut. 1, 2 und der ist ein bisschen weniger.
Jetzt roll die mal aus, dass du so eine Schnecke hast. Oder? Du verarschst mich, Digga, das funktioniert nicht. Nein, nicht so. Du sollst daraus so eine Schnecke machen. Also so eine... So eine Wurst. Ja, eine Wurst, sorry. Ja. Ah, ja. Und dann habt ihr so eine richtig geile, lange Wurst. Direkt wieder falsch. Nein, Mann, das ist richtig. Alles doch, ist wieder falsch. Warum ist das falsch? Das sieht doch gut aus. Das schmeckt einfach nach Arschritze und Käsemauke. Mann, Alter, ich bin kein Konditor oder sowas. Ich finde das super, dass ich gerade so fertig machen kann. Der ist richtig Der gut. Ist es, ja. Das ist der ist eine. Es, ja. Oh ja, der sieht richtig gut aus. Ja, das ist eine richtig geile Teigwurst. Mhm. So, jetzt nimmst du dir am besten ein Messer oder irgendwas mit zum Schneiden, weil Reißen ist jetzt nicht geil. Und jetzt mache ich den so kleine Dinger, ne? Und dann teilst du den in kleine... Ist das hier so okay, ja, ne? Ja, das geht schon. Also wir haben jetzt hier diese kleinen Teigbatzen, okay? So, und jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt musst du dir ein bisschen Stärkepulver nehmen. Mhm. Machst das einmal platt. Ja, aber das ist halt jetzt schon zu viel. Nee, ist es nicht. Es ist genau richtig. Du hast gar keine Ahnung. Nee, stimmt. Ich vergesse das immer, dass ich derjenige bin, der keinen Plan hat von uns beiden. Ja. So, jetzt rollt man das hier also quasi gerade aus, wie ich es ihm gezeigt habe, ne? Man macht das richtig schön mit der Hand, rollt das halt quasi aus, ganz einfach. Und jetzt kann man auch gleich schon hier nämlich, wir haben so ein Maultaschengerät. Heißt das so? Keine Ahnung. Maultaschenstempel, keine Ahnung, weiß ich nicht, so ein Maultaschenstempel. Und jetzt legt man das einfach da rein. Nein, was? Nein! Junge! Gott, ey. Das muss halt so groß sein, weil du hier mit standst. Ah, okay, okay. Und die werden dann natürlich klar kreisrund ausgeschnitten. Klar. Mhm. Das Schöne ist jetzt, den kannst du jetzt beiseite legen. Ja. Mit ein bisschen Stärkepulver drauf, dass der nicht zusammenklebt. Und dann kannst du die alle da drauf sammeln. Digga, das ist ja anders umfangreich hier. Das dauert ja 20.000 Jahre. Hab ich doch gesagt. Und du hast gesagt, lass mal machen. Digga, nächstes Mal machen wir wieder Pizza, Alter. Oh, guck mal, yalla, wie geil der aussieht hier. Der sieht sogar besser aus als deiner. Deiner ist eine richtige hässliche... Ja, es ist mir egal, ob deiner hässlich ist, weil es kommt ja nicht darauf an, wie die aussehen, sondern dass sie schmecken. Also ich bin ja ehrlich, ich fühl ja so Teigausrollen null, ne? Ich finde, das ist echt eine ziemlich dämliche Aufgabe, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich habe halt gedacht, ich gebe dir das Anspruchsvolle, weil sowas wie Gemüse schneiden, das würde dich nur langweilen, glaube ich. Also Digga, ganz ehrlich, ich fühle ja... Ja, was denn? Weihnachtsplätzchen machen fühle ich schon ein bisschen mehr, ne? Ja, aber das kannst du dir vorstellen wie asiatische Weihnachtsplätzchen. Ja, mit Schweinefleisch gefüllt oder was? Nee, vegetarisch. Das ist Haram. Akani ist bei mir, ich habe ihn gefunden. Ah, mega, dann kommen wir gleich holen. Schick mal gerne die Kreditkartennummer von deiner Mutter in den Chat, dann wissen wir Bescheid, wo wir hin müssen. Oh, trink mal bitte mehr. Ich muss mich gerade echt konzentrieren, Leute. Mein Hund ist ja auch weggelaufen. Deshalb, ja. Das ist aber wirklich so ein Ding, also... Jetzt, wenn du jetzt weiterholst, ne? Ja. Dann gehe ich einfach. Das ist aber einfach voll die Aufgaben hier. Guck mal, Junge. Ja, willst du das Gemüse schneiden? Nein! Dann halt doch die Fresse. Wir hätten uns einfach was anderes aussuchen können. Ja, dann mach Vorschläge. Das Ding ist halt, jetzt muss jede einzelne Tasche natürlich auch davon befüllt werden. Das ist halt auch eine geile Nummer. Du kriegst das sicher hin. Bro, ich werd jetzt hier nicht die ganze Nacht Teig rollen, Alter. Nein, ich kann dir jetzt gleich helfen. Wenn ich hier fertig bin, helfe ich dir. Wie willst du mir helfen? Ich habe nur eine von diesen komischen Gardinenstangen zum Rollen. Wie willst du mir helfen? Ja, wir haben vor 2 Wochen auch dieses Glas da. Wo ist das Glas? Dieses Glas an der Seite genommen, also... Nachtisch ist super easy. Wir machen einen 5-Minuten-Kuchen für die Mikrowelle. Der gemacht wird. Quasi. Das ist einfach wirklich nur, man muss Kakao, Mehl und Öl zusammenkippen. Und das war's schon. Dann hat man einen richtig geilen Schokokuchen, der in der Theorie, je nachdem was für ein Topping oder Frosting man benutzt, auch sogar vegan ist. Da komme ich wieder rein, weißt du, nach dem sowas... Da bist du wieder dabei, ja? Das ist genau mein Metier, Alter, da sehe ich mich auch. Da siehst du dich. Okay. Langfristig sehe ich mich einfach so als... Als Nachtischmensch. Nee, wie heißt das nochmal? Saucier? Nee, wie heißt Nachtisch nochmal in der Küche? Saucier ist der Suppe, ne? Der Soßentyp. Ja. Metzger ist es, genau, der Metzger, Leute. Der Priester, der Pilot. Ja, Leute, lasst uns alle Berufsbezeichnungen durchgehen, kommt. Pâtissier. Also, scharf oder nicht scharf? Scharf oder nicht scharf? Was? Cool. Digga, hast du ansatzweise Ahnung, wie das dann später schmeckt? Weiß ich jetzt nicht. Solid. Das sieht aber actually ganz geil aus, wenn ich ehrlich bin. Ach, wirklich? Mhm. Die werden jetzt gleich, die kommen mit ein bisschen Öl in die Pfanne. Dann werden die zuerst angebraten. Wenn die von unten schön braun sind, kommt quasi eine Tasse Wasser dazu. Mhm. Und dann kommt ein Deckel drauf und dann werden die nochmal so ein bisschen gedünstet. Bro, warte mal. Du erzählst mir gerade, dass die zuerst gebraten werden, dann werden die gekocht und der komplette Prozess, bis man dann wirklich was essen kann, sind so ungefähr 3,5 Stunden. Ja, mit allem ja. Digga, das ist so dämlich, Alter. Ich trinke mich jetzt ist einfach. Ist nicht so, als hätte ich dir das in Voice-Nachrichten gesagt und gesagt, hey, es dauert ein bisschen lange und du so, geil, wir machen noch Schokokuchen dazu und gebratenen Reis. Und ist mir egal, ich trinke jetzt einfach und dann bin ich gleich wieder weg. Das riecht aber wirklich geil. Das riecht wirklich geil. Mm. Riech mal dran.
Ja, la, guck mal, ich bin hier wirklich 3 Tage bin ich hier mich mit Mehl am Bekleckern. Das ist einfach eine Scheiße. Lass uns doch jetzt schon mal eine Pizza bestellen. Arcani, ich schwöre, ich mach gleich wieder das Fenster auf, dann kannst du abhauen. Dann suche dich aber nicht mehr. Ich bin echt am Ende meiner Kräfte, wenn ich jetzt. Das glaube ich. Soll ich den Tipp geben wieder? Ja. Was einfacher ist. Mhm. Also A, wenn du den am Rand so komplett platt machst. Du bist so. Ich will's nicht hören. Netter Mensch, ne? Es freut mich jedes Mal hier zu kommen. Warum ist der jetzt ruhig? Weil der einfach nur Aufmerksamkeit hat. Der will einfach nur gucken, was wir machen. Nächstes Mal machen wir wirklich Köftespieß. Gibt's vegetarischen Köfte? Kann man das machen? Bestimmt, oder? Mit so Hack? Ja, mit vegetarischem Hack wahrscheinlich. Ja, lass mal machen. Lass mal Veggie-Köfte machen. Wenn du da noch wieder rumholst, dass es zu lange dauert, ne? Nein, Köfte würde ich da vielleicht. Lass eine Ausnahme machen. Lass uns direkt Katar fragen, ob der nicht Bock hat mitzumachen. Das ist einfach so eine unnötig lange Arbeit, wirklich, ne? Man muss mal überlegen, so bei Papa Platte, was macht der? Der braucht 6 Stunden, um ein Stück Hähnchen anzubraten, Alter. Und wir hängen hier und machen gerade Kondito-Abschlussprüfung, wirklich. Keine Grüße an Kevin an der Stelle. Aber guck mal, die Dinger sehen gut aus, oder? Welchen Cocktail macht ihr? Ja, wir machen jetzt tatsächlich wieder einen ganz einfachen. Der Saft, ne? Zuckerwurst. Muss der so aufgebläht sein von der Verpackung? Also nur, sieht das nur so aus? Ich frag vorher, bevor du hier die Leute vergiftest. Ja, der riecht noch gut. Nein, der ist haltbar bis zum 11.09.2000. 2003, Alter. Ich habe mir das beste Glas zum Rühren wieder ausgesucht, guck mal. Ja, und du lenkst vom Thema ab, ne? Boah. Aber wenn man es zusammendrückt, geht das. Nochmal die Frage, was tust du, was für einen Cocktail machst du da jetzt? Ach, ich freestyle so ein bisschen, weißt du? Also, du glaubst, es ist eine gute Idee, Zuckersirup mit Zucker und einer süßen Frucht. Und Alkohol. Okay. Wir haben noch eine Flasche Ruby Bubble hier. Ist der noch haltbar? Das ist kein Ruby Bubble, das ist Batmans. Alter, 6/2020. Das ist Batman-Saft. Boah, super Hero Drink. No Alkohol. Also langweilig. Ich mach jetzt damit einen Cocktail, ja? Man muss auch ein bisschen freestylen. Hier, trink mal leer. Ich mach jetzt einen richtig klasse Batman-Cocktail. Mhm. Hast du Zuckerrohrschnaps? Wirklich nicht viel. So, da kommt oben ein bisschen Batman. Sehr gut. Oh, schnell weg. Die Dinger. Ah! Da liegt ein Handtuchgerät neben dir, du Schreihals. Dann muss man das einmal umschmeißen. Jägermeister Sojasauce. Jägermeister! Digga, ich trinke keine Sojasauce mit Jägermeister. Was ist denn mit dir? Nein. Du hast was Richtiges an... Guck mal, du hast einen richtig vernünftigen Batman-Cocktail bekommen, Alter. Richtig cool. Ich trinke das nicht. Ich trinke keinen Jägermeister mit Sojasauce. Was ist denn mit dir? Ey, riech mal dran. Es riecht nicht... Es riecht absolut... Es riecht absolut... Nee, war echt eine dumme Idee. Ja, tun wir weg. Ist das ekelhaft, Alter. Ja, nee, voll geil. Machst du es jetzt so? Warte, ja, du musst es nicht mit den Händen machen. Hier, Käse dafür. Reicht das? Ja. Und dann einfach... Arcani! Dann drücken wir das einfach quasi einmal zusammen. Genau, hier. Dann drückst du das einmal gut zusammen, dass das hält. Und dann können wir die hier auf einen Backofen... Alter, guck mal, Chat! Ey, sau krass, ist gut. So, und jetzt haben wir diese kleinen Dinger. Die müssen dann noch aufwendigst in einem 6-Stunden-Prozess gegart werden. Nein, müssen sie nicht. Die werden in der Pfanne 5 Minuten angebraten. Übermorgen kann man die dann essen. Ne, normalerweise sind die quasi eigentlich so hier. Also die sind halt eigentlich zusammen, ja, genau, die werden halt so in einem ganz aufwendigen Faltprozess hergestellt. Aber da wir das nicht können, haben wir diesen Maultaschending hier, weil wir sind ja deutsche Allmanns und deshalb verfremden wir einfach die Kultur von Leuten, die darauf Wert legen und uns ist es egal. Perfekt. Es geht, Marc. Den hassen wir am meisten. Ja, wie, warum rufst du mich im Stream an, wenn du weißt, dass ich im Stream bin, du... Ja, okay, du hast gesehen, wie ich im Stream ans Handy gehe, weil du mich anrufst. Das ist richtig lustig. Er hat verstanden, wie Livestream funktioniert. Schau doch. Wir sollen mehr streamen. Wir streamen doch schon. Wie können wir bitte mehr streamen? Mach mehr trinken. Wir sollen mehr trinken von Marc. Ist er selber besoffen? Marc, bist du selbst besoffen? Der Chat schreibt Hallo Marc. Marc, hallo vom Chat. War das ein Schlaganfall? Das ist das aufwendigste Essen. Wir sind seit 1:30 hier dran. Ich habe noch nichts gegessen. Noch gar nichts. Dann isst doch einfach das. Das ist nicht fertig. Ja, ist doch egal. Du kannst aber trotzdem essen. Jo, das ist so eine Ja, das dauert so lange. Ich höre dich nur Josan. Ja, natürlich. Deswegen kam kein positives Wort aus deinem Mund. Josan. Ich schwöre, das dauert so lange. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Ich habe einfach Ja, dann können wir können das so machen. Wir frieren die jetzt ein. Ja, und dann? Dann kannst du die irgendwann mal machen. Na, natürlich mache ich das nicht irgendwann mal. Wir machen das zu Ende. Ja, dann roll nicht um. Ich werde niemals hingehen und diese Dinger... Arcani, was tust du hier? Kannst du dich einfach wieder weglaufen? Wir machen weiter mit dem Anbraten von diesen Dingern. Es geht hier ums Kochen, ne? Ich schmeiß mal rein, bis voll ist. Warum nehmen wir nicht 2 Pfannen im Blatt? Dann können wir ein. Weil wir nicht keinen Platz für 2 Pfannen haben. Ich muss hier noch die letzten. Bist du dumm? Ich muss das doch. Digga, da ist doch noch ganz viel. Ich muss doch. Guck doch mal, da ist doch genug Platz, Mann! Okay. Oh ja, nice, ey. Hier sieht gut aus. Ja, du musst dich nicht drehen, ne? Du musst nur von einer Seite anbraten. Was? Warum? Weil der Rest gedünstet wird. Dann du sag mir das doch, du Affe, Alter! Oh Mann, ey. Ich will das echt angerechnet haben, ne? Als Arbeit mit Behinderten, was ich hier tue. Jetzt kann ich da Wasser drauf machen, oder? Ja, die sind alle gut. Wasser drauf? Ja. Wie viel? So ein halbes Glas. Okay. Nein! Das ist richtig dumm! Oh.
Ja, das ist viel zu viel! Der ist doch perfekt! Ist einfach gut geworden. Nee, ist halt einfach. Ich würde ihn andersrum tun. Warum? Ja, weil der so ausdampft. Fresse. Ja! Ich kann eigentlich so viel schief gehen wie in diesem Stream heute. Willst du den Schokokuchen schon mal vorbereiten? Ja, wir machen jetzt den Nachtisch. Das kann ich mir ganz gut, weil man braucht dafür nämlich nur Mehl, Kakao und Öl. Ich weiß aber nicht mehr die Mengenangaben, aber die haben wir sicherlich irgendwo. Guck mich nicht so an, ich bin raus. So, der Teig kommt also jetzt in die eine fette Schüssel. In die eine fette Schüssel? So. Und jetzt ist es ganz wild. So. Und jetzt kommt der Kuchen einfach in die Mikrowelle und ich habe keine Ahnung, wie lange ich das einstellen muss, aber es wird schon irgendwie. Irgendwas geht hier verbrannt und ich glaube, es ist der Kuchen. Das ist die erste Ladung, die ist fertig. Wenn das hier verbrannt riecht, ne? So muss es nämlich riechen. Zeig jetzt mal, wie das geht. Lass einfach die Finger davon. Bist du geistig behindert? Okay, der ist echt scheiße. Digga, den sind alle nicht wieder rein! Aufhalten! Und obendrauf ist halt noch das so Lava-Cake-mäßig. Der ist. Obendrauf ist der halt noch nicht ganz fertig. Du hättest einfach sagen können, du hast schon die Glasur drüber gepackt. Ne? Das ist Lava Cake. Können wir einfach den Stream beenden für diese Woche? Ich brauch den Pfannenwender doch noch. Das ist Lava Cake. Oh Mann. Kannst du bitte aufhören, diesen nicht fertigen Kuchen zu streichen? Oh Mann. Das war's. Ey, das ist gerade so peinlich, Alter. Wir haben es immer richtig gut hinbekommen, ne? Sollen wir es probieren? Ja, mach mal. Also, wenn ich ehrlich bin, hat sich der ganze Aufwand nicht gelohnt. Echt nicht? Hätte ich vorher, wir machen einfach alles besser. Guck mal bitte. Stell euch vor, ihr habt Geburtstag und eure Eltern geben euch das. Die hassen euch. Ich versuche einen Teil zu erwischen, der auch gar ist. Okay, der ist einfach nur gar. Ist auch lecker. Naja. Okay. Fast fertiger Schokoladenkuchen. Also, wenn ihr es nachmachen wollt, lasst es einfach sein. Ja, besser. Das war's an der Stelle von diesem wunderschönen Stream. Es war wirklich, also sehr erfolgreich diese Woche, wirklich. Das sieht doch ganz gut aus. Die Gyros sind wirklich lecker. Im Vergleich zu dem Kuchen. Nee, du isst es gleich noch einen. Auf Wiedersehen und tschüss. Warum endet das jetzt so?